Hallo YouTube und herzlich willkommen bei einem richtig miesen Tag. Also, wettertechnisch. So zähmtechnisch sieht es eigentlich ganz gut aus, denn wir zähmen uns gleich mal so eine geile Schildkröte hier. Die hat schon den halben Zähm drauf. Die zähmt man, indem man hier diese kleinen Quallen umbringt. Diese Blitzquallen hier, ne, die einen elektrisieren und das Gift aus denen rausnimmt, hinten auf die Null legt und dann dort rangeht. Und dann kann man die quasi passiv zähmen. Ist natürlich je nach Größe von dem Viech schon eine Herausforderung, denn die brauchen eine Weile. Wir haben eine 270er, okay. Ja, dieser Regen, es ist einfach wieder, es ist einfach wundervoll. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen ranhalten, nicht, dass die abhaut. Füttere sie, wenn sie hungrig ist. Oh, nicht reinbacken, bitte. Ein kleines Schildi. Und dann bauen wir... Oh. Dann bauen wir uns nämlich so einen Sattel und dann können wir mit der richtig schön durchs Unterwasser, durch die Unterwasserwelt durchkrabbeln. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Ey. Sei nicht sauer mit mir, ja? Hab nichts gemacht. Ah, du bist ja voll gefressen. Ready to eat? Sicher? Geil. Wie soll die heißen, Leute? Ganz schnell. Sagt's mir. Die muss, glaube ich, ins Wasser, ne? Ich kann die auch erstmal einsaugen. Schildi. Speihi? Nee, Schildi ist, glaube ich, erstmal besser. Speihi. So, pass auf. Erstmal Schildi. So, ich würde sagen, die saugen wir mal ganz kurz ein. Bringen die rüber. Und gucken mal wegen diesem Sattel. Das ist so ein kleines, ne, Nebenprojekt hier anscheinend. Aber wir haben schon mal eine, das ist schon mal gut. Und da können auch, glaube ich, viele Leute drauf Platz nehmen. Aber haben wir noch eine hier drin? Nee, ne? Ja, wenn nicht, können wir ja mit der losdonnern. Macht ja nichts. So, das miese Wetter ist Gott sei Dank vorbei. Sehr gut. So. Sag ich mal hier. So ein Archi-Sattel. Da, der da. Metallband, das müssen wir doch alles haben. Ja. Geil. Wunderbar. Wir machen wieder alles, ne? Wir machen alles. So. Raus mit dir. Bio-Krankheit gibt es bei uns nicht. So, Sattel. Zack. So. Da ist es. Ist das ein cooles Viech? Ey. Wer hat mich jetzt hier angegriffen? Oh oh. Was ist denn hier los? Ein Hai ist hier drin. Ja, ich flipp aus. Ah ne, das ist so ein krankes Viech. Oh, den wollte ich zähmen. Verdammt. Den wollte ich zähmen. Komm mal raus. Raus aus dem Wasser, mein Freund. Ja, komm mal rein. Und jetzt müssen wir das mal beobachten. Er hat gar keine Sauerstoffanzeige, ne? Ich glaube, das müsste also alles... Ja, Leben tickt hoch. Nahrung tickt runter. Was frisst die? Oh je, was fressen denn die Viecher? Was ist die Fleisch? Obst, Beeren, Gemüse, Viecher? Keine Ahnung. Das weiß ich gerade nicht. Was ist mit euch los? Blacky. Mach mal. Ist der immer noch nicht umgestellt? Bitte passiv. Was ist mit Flug-Dani los?
Kommst du bitte zu mir? Oh, ich weiß. Komm mal her. Ist ja furchtbar. Das ist ja wie ein Kindergarten hier. Ist ja wie ein großer Kindergarten. So, mein Ich, die wird gerade gekillt da unten. Verhalten. Passiv. Bitte passiv. Bitte alle passiv, ja? Oh, du auch da oben. Ja, immer. Lass doch mal, nimm mal deinen Schwanz weg. Landen. Ach, der ist überladen. Kann der nicht üben. Nein, er bleibt hier. Bleib doch einfach bitte hier. Ist das? Ist wirklich wie eine. Ich komme mir vor wie so Dummtür. Passiv. Ich hatte doch alles eingestellt auf passiv. Sagt mal, Leute. Alle passiv. Z. Leute, was ist mit euch los? Seid ihr jetzt mal alle friedlich, bitte? So, Schildi ist da hinten, oder? Ja, das passt. So, pass auf. Jetzt brauchen wir nämlich noch ein paar Betäubungspfeile für den total kranken Typen da unten. Mal gucken, ob ich noch welche habe. Und zwar... Anscheinend nicht, ne? Anscheinend nicht. Weg mal her. Pfeile, Betäubungspfeile. Habe ich irgendwo noch das? Noch einer? Das null. Okay. Dann werde ich wohl ein paar herstellen. Ein bisschen. Ah, das ist doof. Das ist doof. Und zwar... Bla, bla, bla. Da. Munition. Die da. Krieg ich 100 hin? Ja. Nee, krieg ich nicht. Woran mangelt ihm es denn? Ach, daran. Okay. Narkosemittel. Moment. Nehmen wir das mal mit. Wenn wir den nämlich kriegen, den Fisch da unten. Der ist nämlich richtig gut, glaube ich, ne? So, lassen wir das mal durchlaufen. So, und dann haben wir nämlich auch diese Unterwasserfalle hier. Aber ich befürchte, die können wir uns noch nicht leisten. Wie viel Electronics haben wir? Genau 100. Metallwaren müssten wir eigentlich auch haben. Wenn wir dieses kranke Viech kriegen. Weg mal her, vielleicht kriegt man eins zusammen. Nee, was fehlt? Metallbahn? Was machst denn du hier die ganze Zeit? Ah, 1000. Was willst du noch haben? Ach, noch 1500. Ach, du Heimatland. Weil den kriege ich so nicht gezähmt. Der braucht dann, glaube ich, auch Filet, ne? Meine Schildkröte frisst nur das Giftzeug, ja? So hungertechnisch? Ist das so? Haut die sich nur das Gift rein? Kann ich dir das füttern? Tatsächlich. Ja, geht. Aha. Gut zu wissen. Machst du hier den Krach, Schildi? Ja. Okay. Du bist hoffentlich auf neutral, ne? Ja, passiv, genau. Bleib schön da. So, der kämpft immer noch da unten. Scheiße. Mist. Oh Gott, der ist ja... Ich habe auch noch die falschen Pfeile drauf. Ich habe die falschen Pfeile. Ah. Oh. Wo ich bin, ist das Chaos. Aber ich kann ja auch nicht überall sein, ne? So, jetzt. Keine Ahnung, ob der noch... Jetzt ist er wahrscheinlich... Der ist... Okay. Oh Gott. Ja, ohne Falle zähmen ist, glaube ich, kontraproduktiv bei diesem Riesenviech. Komm mal her, Digga. 1400.
Hättest du vergessen. Ne, ich muss warten, bis die Falle fertig ist. Und die kommen nämlich auch ein Stück weit an Land kommen, ja? 1900. Nee. Da müssen wir warten. Da müssen wir noch warten. Da haben wir noch mal fast 500. 79. Na, du bist aber auch ein Lami, oder? Du bist ein Lami. Ja, noch 1000 Metall. Da könnten wir uns zumindest erstmal das Ding herstellen. Da könnten wir auch Megalodons zähmen. Und das ganze andere Viehzeug. So, in der Zeit, wo das durchläuft, passiert da jetzt erstmal nicht viel hier, oder? Da kann ich das Gift hier wieder... Da habe ich das Gift hier mal rein. Obwohl, ich weiß gar nicht, reicht der bis dahin? Sag mal, deine Range. Bereich anpassen. Höher. Okay. Aktueller Bereich 3000. Wo kann ich mir den anzeigen lassen? Hier. Ach, nee, hä? Okay. Das war ja immer so eine Sache hier mit dem ganzen Quatsch. Warte mal. Anzeigen. Oder so? Nö. Doch. Okay. Schildi ist genau nicht drin. Schildi. Schildi, was machst du denn? Komm da rein. Komm. Krebs dich da rein. Schildi Schmildi, hm? Oh, die frisst wirklich ganz schön viel, ne? Oh. Die haut sich ganz schön das Zeug rein. Und wenn ich das Gift hier reinschmeiß, ne? Dann ist das ja irgendwann mal durch, ne? Verfallszeit. Das kann ich eigentlich quasi gar nicht da reinschmeißen. Ich muss das immer so füttern. Ja, hält es schon länger. Oh, ist das alles kriminell. So. Gut. Das muss weiter schmelzen. Derzeit können wir vielleicht noch ein bisschen bauen gehen da hinten. Vielleicht. Ah, ich weiß noch nicht, wie ich es machen soll. Keine Ahnung. Ich hätte schon gern die Wand damit reingenommen. In das ganze Prozedere. Dass ich links und rechts einfach da jeweils dahinter ziehe. Ja. Bist du fertig mit Fressen? Nee. Keine passive Heilung, aber das ganze Fleisch ist weg. Ist ja auch irre. Wie sieht es bei dir aus mit der Heilung? Ganz beschissen. Oh, nee, ey. Ich brauche aber ganz viel Fleisch jetzt für das Schwein. Er muss ja echt 1000 Sachen machen. Ich werde mal mit dem loszosseln hier. Auf Fleischfarm gehen. Aber vorher werde ich ihm einen Tracker einbauen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Warte mal, wo haben wir es denn? Das war doch hier drin. Ba, ba, ba. Warte mal. Der Tracker war doch früher mal hier drin in der Werkbank. Oder, nee, Quatsch, hier, ne? Halt. Nee, hier ist es, okay. Der Tracker, ja, okay, einen konnte ich bauen. Dann werden wir den gleich einpflanzen in ihn, damit er uns nicht abhauen kann. So. Der ist drin. So, jetzt gehen wir mit ihm mal ein bisschen auf Tour. Lass mal für das Schweinchen ein bisschen Fleisch bekommen. Nützt ja nichts. Mal gucken, wo wir was herkriegen hier. Hier so ein paar kleine Paras wegmachen, aber das ist doch alles auch noch nicht so richtig. Den dicken Bronto könnte ich halt wegmachen, ne? Okay. Da wollen wir einmal quer durch den Dschungel rennen, ne? Das müsste doch eigentlich... So, du auch. Auch noch aufgegessen.
Wir sind ganz brav. Blödes Vieh. So, so ein paar Brontos wären geil. Definitiv. Oh, richtig fette Viecher. Die, wo finden wir denn die mal, hä? Ganz viele Peters. Dicke, fette Brontos. Aber mit den Paras hier, da brauchst du dich ja nicht abgeben. Das dauert ja ewig, ehe du da was gemacht hast. War das eine morgendliche Stimmung hier, hä? Ich glaube, da hinten waren ein paar. Oder hier auch. Mal gucken. Hauptsache, es ist groß und fett. Ein großes, fettes Viech, bitte, für uns. Aber das ist natürlich wieder arg, ne? Da weißt du wieder, ich suche was. Das am besten 5000 Fleisch hat, ne? Jetzt wäre aber auch so ein Titan-Typ geil, ne? So ein Riesenviech. Aber ich glaube, die spawnen hier gar nicht, ne? Was haben wir hier? Ein Stell dich ein. Ja, du hast ein Baby. Ich darf dich nicht umbringen. Ich darf dich nicht umbringen. Tut mir leid. Sag mal. Ja, da muss ich ins Wintergebiet hinten fliegen und 3000 Mammuts killen. Anderes wird mir gar nicht übrig bleiben. Boah, hier gibt es ja eine Stroß. Mal wieder nicht. Nein. So leise, oder? Ist wieder so leise. Wenn es gewittert, haut es dir wieder die Ohren weg. So, geh mal hoch. Gib mal ein bisschen Gas hier. Schön durchs Gebirge pfeifen hier. Wie die alten Pfeifen. Hier müssen wir auch mal gucken in dem Sumpf. Da gibt es bestimmt auch noch die eine oder andere Leckerei. Ah, sowas zum Beispiel. Ne? Sowas kann man gut essen. Alles, was hier rumrennt, kann man essen. Sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Och, Kippel, da bin ich noch so weit entfernt von. Das muss sowieso Dani machen. Also da kann ich nicht... Das, nee, also da habe ich gar keine Geduld, mich da eine Stunde an so einen Kochtopf zu stellen. Und dann da rum zu brutzeln und zu machen, ne? Da habe ich keinen Bock. So, moin, Jungs. So. 4300, na siehst du. Ist doch schon mal nicht schlecht. Aber ja, jetzt fliegt doch da hoch. Den Hirsch würde ich auch gern essen. Jetzt ist der wieder runtergerannt, der Depp. So. Sehr schön. So, und was wir vorhin zu viel Mammuts hatten, haben wir jetzt zu wenig, ne? Jetzt, wo ich welche brauche. Das ist doch wieder ein, das ist doch wieder, ne? Ich habe ausgesprochen, dass ich Mammuts brauche. Mist. Da sind schon mal welche. Ah, komm. Komm dann, jetzt nehmen wir die Fleischfresser. So. Ah, da beamen wir uns gleich nach Hause. Die haben alle Babys hier, ne? Das ist so furchtbar. Die haben einfach alle Babys. Es ist ja kein Mammut mehr ohne Baby hier. Das hat keins, ne? Okay. Es gibt nur 100 Fleisch? War es? Mehr nicht? Okay. Schau mal hier, Metall. Ja, das nehmen wir doch gleich nochmal direkt mit. Crystal ist auch noch mit dabei. Ja, dann metzeln wir uns mal hier ganz kurz durch.
Laden wir ab. Mal her, mein Freund. Alles rüber zu dir. Deswegen bin ich so schwer. Ich habe die Bauteile noch alle mit. Ja, dann brauche ich mich ja nicht wundern. So. Weg den Tünnes. Oh, oh. Überladen. So. Dann den Transporter angeschmissen. Und Home Sweet Home. Ich hoffe, es steht nichts auf der Plattform rum. Zack. Wunderbar. So, das ganze Futter kommt gleich natürlich direkt rein in den großen Topf hier. Zack. Für das alte Schweinchen. So. Alles weggefressen. Und das, obwohl wir nur ein kleines Schweinchen haben. Eieieiei. So. Das kommt da rein, das kommt da rein erstmal. Und dann verteilen wir das Zeug nochmal hier eben. Zack. Und zack. Die stapft ständig da drauf. Das ist schon ein bisschen komisch. Schildi-pildi. Hm? So. Du bist ein bisschen nervös, kann es sein? Du hast dieses Algenzeug, ne? Bitteschön. Bist du jetzt zufrieden? Nö. So, mit dem Algenzeug kann ich da auch irgendwas anfangen, ne? Da kann ich doch dieses Sushi machen oder sowas war doch da, ne? Das da. Algenrohes Fischfilet. Okay. Incredible natürliches Sushi that any Dino will love. Taming Dino Boost. Okay. Einen Taming Boost. Okay. Alles klar. Machen wir das erstmal da rein, damit es nicht kaputt geht. So. Ist das toll. So, kleine Falle. Immer noch. Ja. Gott sei Dank. Oh, ich verhungere gerade. Bin wie eine Katze, wenn ich nichts zu essen kriege. Ja. Haust dir rein. So, und dann brauchen wir als nächstes die Fischfalle. Und dafür brauchen wir natürlich wieder Electronics. Hammer 60, okay. Wie viel kann ich denn? Kann ich nochmal 100? Gibt er mir das? Ja. Okay. Sehr gut. Dann läuft da draußen noch ein bisschen Metall durch. Wie viel Metall habe ich denn aktuell? Metall. Ach ne, Metallbahn brauche ich ja. Ne? Na, noch zu wenig. Das sind nochmal, ja, die Schildi ist echt anspruchsvoll. Aber die ist auch unter Wasser verdammt gut. Weil mit der kannst du richtig was anfangen. Wenn die richtig hochgelevelt ist, boah. Dann macht das Vieh alles platt. Und dieser komische andere Fisch da auch. Upsa. Gut. Ihr Lieben, machen wir mal eine kurze Folge. Wenn ihr Lust und Laune habt, kommentiert wie die Wilden bei YouTube. Unten rein in die Kommentare, was euch noch alles so einfällt, was wir hier anstellen könnten. Und in der nächsten Folge werden wir natürlich wieder weiterbauen, sofern wir genug Material haben. Und ein Anki holen oder ein Dödi. Ein Dödi habe ich übrigens noch gar nicht gesehen auf der Map. Wird wahrscheinlich auch irgendwo im Schneebiom zu finden sein. Und dann gucken wir mal Anki und Dödi, damit wir hier Material ordentlich farmen können, denn wir haben viel Großes vor. Bis dann. Tschüss.